Gib acht, die Mumie erwacht. Tatsächlich in Ägypten bei meinem Onkel Ben und meiner Cousine Sari. Mein Onkel ist Archäologe. Es ist irre, was er über diese alten Kulturen alles weiß. Im Gegensatz zu meiner Cousine. Die tut nur so. Aber sonst ist sie ganz in Ordnung. Mein Onkel hat die Reste einer Pyramide entdeckt, die wahrscheinlich das Grab eines Pharaonenprinzen ist. Die ganzen Ausgrabungen werden noch streng geheim gehalten. So eine Pyramide ist wie ein unterirdisches Labyrinth. Sie hat unzählige geheime Gänge. Es ist manchmal schon ziemlich unheimlich, aber auch furchtbar aufregend. Morgen wird ein besonderer Tag. Vielleicht entdecken wir das Grab des Prinzen. Das Grab des Prinzen Moro. Ich hoffe zumindest, dass es das ist. Wenn es das wirklich ist, wirst du berühmt, Dad. Und hier drin soll eine echte Mumie liegen? Geschichte 6, was? Nur dafür hatte man es doch gebaut. Was hast du denn da? Hey, meine Hand. Das ist mein Talisman. Ich habe sie hier von eurem Bazar. Ein Talisman? Der Händler sagte, sie würde uns zu den toten Seelen führen. Es soll die echte Hand einer Mumie sein. Ich hoffe, du hast nicht zu viel bezahlt. Dieser Schwindel ist ihre größte Einnahmequelle. Hey! Die ist ja warm. Dann spürt sie die Macht der verlorenen Seelen. Das ist die Macht deiner angewärmten Hosentasche, du Spinner. Ich mache dir einen Vorschlag. Du testest deinen Talisman am Prinzen. Aber erst, wenn wir ihn gefunden haben, hm? Wartet mal. Ich mache noch schnell ein Foto von euch. Na gut. Ein bisschen nach links, wenn es geht. Ich wollte diese Zeichnung damit draufkriegen. Das sind Hieroglyphen. Von mir aus. Ich will, dass sie auf dem Foto sind. Gabe hatte seinen Talisman einfach in den Sand fallen lassen, denn er brauchte beide Hände, um die Polaroid-Kamera zu bedienen. Plötzlich zog ein kühler Wind durch die jahrtausendalte Grabkammer. Ist doch ganz einfach. Du musst bloß auf das Knöpfchen drücken und ein Bildchen kommt heraus. Sogar du wirst es schaffen. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Da sind wir aber froh. Warum lächelst du nicht einfach? Das ist schon besser. Das hätten wir. Kommt, gehen wir. Niemand hatte es zuvor bemerkt. Doch als Gabe an die Stelle hinabschaute, an der er die mumifizierte Hand hatte fallen lassen, war dieser auf unerklärliche Weise ein Stück weitergekrochen und hatte dabei im Sand eine Spur hinterlassen. Das gibt's doch gar nicht. Gabe, heute nicht. Wir dürfen uns nicht verlieren. Sari, komm mal her. Weißt du, was die bedeuten? Symbole der Seelenwanderung, die sogenannte große Reise. Es ist, als ob man ihre Anwesenheit spüren könnte. Ach, ja. Unheimlich. Allein würde ich mit Sicherheit nicht in diese Pyramide gehen. Würdest du hier allein? Sari? 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 Lass den Quatsch, wo seid ihr? Onkel Ben, bist du noch da? Wo seid ihr denn? Thank you.
vollends die Orientierung verloren. Hilfe rief und rannte er verwirrt durch die endlosen Gänge, als sich plötzlich unter ihm der Boden auftat und er sich unversehens in einer Fallgrube wiederfand. Onkel Ben? Den Jungen überkam ein eiskalter Schock, als er im Schein seiner Taschenlampe eine handgroße Vogelspinne auf seinem Unterarm erblickte. Als ich der Schreck gelegt hatte, packte den Jungen erneut die Faszination und Neugierde für dieses atemberaubende Baudenkmal der Vorzeit. An den Wänden der Kammer befanden sich freskenartige Nachbildungen ägyptischer Wächter. Und als Gabe mit seiner Kamera auf eine der steinernen Masken zuschritt, schnellte ihm aus deren Mundöffnung eine zischende Kobra entgegen. Zum Glück hatten Onkel Ben und Sari rechtzeitig ein Seil in die Kammer hinabgelassen und konnten ihren Partner hinaufziehen. Das ist fantastisch. Der Löwenkopf war Prinz Horus' geheimes Siegel. Und du hast es entdeckt. Das wird der Eingang zu Prinz Horus' Grab sein. Er ist doch da nur reingefallen. Sowas zählt doch nicht. Natürlich zählt das. Und morgen werden wir in die Grabkammer gehen. Und was ist mit den... Schlangen? Kann dein Talisman uns denn nicht beschützen? Wir sollten dich vorschicken, das würde sie vertreiben. Und wahrscheinlich sogar den Prinz aufwecken. Hey, jetzt ist aber Schluss. Ich schicke morgen jemanden rein, der die Schlangen rausholt. Da waren auch ein paar Spinnen. Hey, mein Talisman. Er ist weg. Vielleicht hast du ihn hier liegen lassen. Nein, ich habe ihn mit in die Pyramide genommen. Dann ist es bei deinem Absturz passiert, als Vor der achtköpfigen Schlange fliehen wolltest. Sicher finden wir ihn wieder. Für den Moment kannst du es ja mit diesem Talisman versuchen. Was ist das? Fühlt sich an wie Glas. Nein, es ist Harz von den Bäumen, die vor über zigtausend Jahren hier standen. Man nennt es Bernstein. Schau es dir an. Siehst du, es ist etwas darin. Es ist eine Biene. Nein, ein Käfer. Man nennt ihn Skarabäus. Er wurde vor mehr als 4000 Jahren in das Harz eingeschlossen. Hübsches Geschenk, allerdings nicht für mich. Wieso? Der ist doch klasse. Für die alten Ägypter war der Skarabäus eine Art Symbol des Sonnengottes. Wisst ihr, sie glaubten, dass er über Zauberkräfte verfügte und einen unsterblich machen konnte. Ist der wirklich 4000 Jahre alt? Ja. Du kannst ihm glauben. Ist es gestattet? Dr. Hassad, ich bin froh, dass ich Sie gefunden habe. Entschuldigen Sie bitte, aber kennen wir uns? Nila Rachmet, Reporterin von der Kairosan. Ich dachte, dass Sie sich heutzutage alle Journalisten nennen. Ich bin dann wohl eher die altmodische Version. Ach je. Meine Mitarbeiter erzählten von Ihrer Entdeckung des Grabes von Prinz Horror. Ich weiß nicht, was Sie da gehört haben. Ich will auch nicht, dass man schon darüber schreibt. Das ist noch viel besser. Ich hätte gern die Exklusivrechte, wenn Sie mich mitnehmen würden. Könnte ich von Beginn an von der Ausgrabung berichten. Dann sollten Sie mit meinem Neffen Gabe anfangen. Er ist derjenige, der den Eingang zum Grab gefunden hat. Genau genommen ist er der Einzige, der es bisher gesehen hat. Dann wirst du wohl auch ein Archäologe. Wohl kaum. Dieser Vollteufel ist da nur reingefallen. Das hat nichts zu sagen. Einige der größten Entdeckungen machte man zufällig. Sieh mal an. Wir sind Zwillinge. Die Journalistin zog aus ihrer Bluse einen bernsteinernen Anhänger hervor, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit Gabes Glücksbringer hatte. Das ist wirklich ungewöhnlich. Ihre hat kein Skarabäus. Ohne so einen toten Käfer finde ich es viel hübscher. Der Skarabäus soll doch seinem Besitzer Glück bringen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht vom Pech verfolgt. Hier ist das Bild, das ich aufnehmen konnte. Tatsächlich? Das Siegel von Prinz Horror. Madam? Wo darf ich Sachen bringen? Stellen Sie sie da drüben hin. Dieser Foto. Madam...
Sie doch nicht etwa wollen... Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Keinem gestattet zu gehen im Grab. Es verflucht sein, es bringt Unglück. Es reicht. Was sagt er da? Wenn Sie machen das... Ich darf nicht hier sein. Was ist denn mit dem los? Und meine Ruhe soll für immer sein. Oh, Sie können das Zeug lesen? Was hat es zu bedeuten? Es ist eine Warnung. Es soll Grabräuber vertreiben. In einigen dieser Gräber sind ungeheure Schätze gefunden worden. Es gibt heute immer noch abergläubische Menschen, die behaupten, dass ein Fluch über ihnen liegt. Angsthasen wie Gabe. Man erzählt, dass schon viele versucht haben, das heilige Grab auszurauben. Und was ist denen passiert? Sie kamen nie zurück. Die alte Legende erzählt, dass sich bei dreifacher Wiederholung der heiligen Formel Karom, Kara, Kari die Mumie aus dem Reich der Unterwelt erhebt und sich rächen wird. Das ist Aberglaube, oder sind Sie anderer Meinung, Dr. Hazard? Am nächsten Morgen machte sich die kleine Gruppe in aller Frühe daran, die geheime Grabkammer zu untersuchen. Aufregend, nicht? Ein amerikanischer Besucher wird der Erste sein, der die Mumie zu Gesicht bekommt. Ja. Ah, Spinnenschlangenwürmer! Bist du nervös, Gabe? Natürlich, bist du denn nicht gespannt? Wenn hier nun wirklich ein Fluch drauf liegt, was ist mit dem Fahrrad? Vielleicht hat er recht. Geschafft. Seid ihr soweit? In wenigen Minuten werden wir einen Raum betreten, der schon seit 4000 Jahren verschlossen ist. Zum Schutz vor Grabräubern. Es ist das falsche Grab. Bestimmt muss man jetzt nur die heilige Formel aufsagen und der Prinz erscheint aus seinem Grab. Karom, Kara, Kari. Ich würde das nicht tun. Was soll schon passieren? Glaubst du wirklich, dass die blöde Formel den Prinzen zum Leben erweckt? Natürlich nicht, aber... Was dann? Los, sag es! Karom, Kara, Kari. Hast du Angst? Karom, Kara, Kari. Jetzt zufrieden? Bestimmt hat Toro euch gehört. Ich bin mir sicher, da spielt nur der Wind in den Fugen der Wände. Gabe, schau mal da! Mein Talisman! Wie kommt der denn hierher? Hey, er lässt mich nicht los! Onkel Ben, hilf mir! Es hält mich fest! Hilfe! Bitte hilf mir! Was ist denn das für ein blödes Spiel? Gar keins, hilf mir! Hey, das tut weh! Gabe hatte sich keinesfalls einen üblen Scherz erlaubt. Die Mumienhand hatte ihn fest am Arm gepackt und ließ nicht locker. Plötzlich rotierte die steinerne Wand von einer Seite zur anderen, wobei sie Onkel Ben einen Schlag versetzte, dass dieser zu Boden ging. Gleichzeitig schleuderte er die beiden Kinder in einen verbotenen Raum. Was ist passiert? Die Wand muss sich gedreht haben. Kinder, lasst uns hier raus! Hilfe! Das Ding ist vollkommen dicht. Gabe, hol uns hier raus! Du machst schon, ich will hier nicht übernachten! Gabe! Dr. Hazard? Können Sie mich hören? Hallo? Dad! Ich will hier raus! Die hören uns sowieso nicht. Diese blöden Mauern sind viel zu dick. Wir werden hier nie mehr rauskommen. Wir müssen es aber wenigstens versuchen. Also komm, gehen wir. Da scheint es weiter zu gehen. Bitte sei vorsichtig. Wir beide wären dann die reichsten Skelette der Welt. Der Sarkophag.
Was? Nein, nicht anfassen. Wie soll ich ihn dann aufmachen? Aber was ist mit der Warnung? Willst du nicht zu den Ersten gehören, die ihn gesehen haben? Schon, ich will nur nicht unbedingt der Letzte sein. Was ist? Hilfst du mir oder nicht? Okay, wir versuchen es noch einmal. Schieben. Oh-oh. Es ist niemand zu Hause. Was war das? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Voller Entsetzen starrten Sari und Gabe auf die einbalsamierte Mumiengestalt, die mit ruckartigen Bewegungen auf sie zugeschritten kam. Ich hab Angst. Lass uns verschicken. Also bist du erwacht, mein Bruder. Du siehst Prinzessin Nila, deine Schwester. Komm weg hier. Mit einem Ruck hatte die Kreatur das Amulett von Nilas Hals gerissen und schleuderte das Schmuckstück zu Boden, wobei es in tausend Stücke zerbrach. Im selben Moment entschwand der Leib der Prinzessin und nur noch das Gewand und der reichhaltige Goldschmuck sackten körperlos zu Boden. Das Schicksal hat uns endlich wieder vereint. Und keine Macht der Welt wird uns jemals wieder trennen. Hey, das ist mein Talisman. Still, unwürdige Kreatur, der heilige Bote gehört mir. Und nun wird die Macht auf ewig unser sein. Sie ist total verrückt. Jetzt vernichte sie, mein Bruder. Sie sind die Opfer ihres Wissens. Nein! Warum lasst ihr mir nicht meinen Frieden? Hör mich an! Nur meinetwegen konntest du herrschen. Ich war die Starke. Ich habe das Volk geführt. Du warst schwach. Weißt du das nicht mehr, mein Bruder? Du zerstörtest meine Macht. Mein Leben! Ich musste jede Nacht in dieses Grab seit fast 4000 Jahren. Alles umsonst. Ich will nicht! Gabe schnappte sich die Mumienhand und fuchtelte damit unbeholfen vor der schrecklichen Kreatur herum, in der Hoffnung, diese somit aufhalten zu können. Ist er jetzt tot? Er sieht nicht so aus. Das ist die Chance. Gates Abwehrzauber schien gescheitert zu sein. Kurzerhand warf er den okkulten Gegenstand in eines der brennenden Gefäße, die in der Grabkammer aufgestellt waren, um Licht zu spenden. Halt! Bleib stehen! Hoffentlich klappt es. Haru! Hara! Die Formel, sie fällt mir nicht ein, ich... Von unendlichen Qualen gepackt, torkelte das Mumienmonster gliederzuckend umher. Die gesamte Pyramide begann zu beben, der Sari und Gabe von Panik gepackt die Flucht ergriffen. Sari, komm raus hier!
Fassungslos warf Sari das Karabäus-Amulett zu Gabes Reisegepäck in den Koffer. Niemand bemerkte die mumifizierte Hand, die sich spinnend leicht dem Zelt genähert hatte und sich nun als blinder Passagier in das Gepäck des Jungen einnistete. Vergiss das hier nicht! Ach, nimm du es, damit du immer an mich denkst. Alte ägyptische Sitte, nimm nie ein Geschenk an, das verflucht sein könnte. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment, ich bin gleich bei Ihnen. Also, was soll ich den Reportern da draußen erzählen? Die Wahrheit? Na klar, von der Mumie, die laufen kann. Und dass seine Schwester ein 4000 Jahre alter Skarabäus. Und sie fast wieder die Herrschaft über Ägypten an sich gerissen hätten. Ihr habt recht, Sie werden mir schon glauben. Und du willst echt schon zurück? Ich muss leider. Bei uns gibt es wenigstens keine Mumien, die an Schlafstörungen leiden. Eins kann ich dir sagen. Falls ich je wieder herkomme, lasse ich mir mit Sicherheit kein Talisman mehr andrehen. Hast du alles? Bei dem Gewicht des Koffers wahrscheinlich zu viel.